Hallo ihr Lieben, es ist spät am Abend, wir müssen um 8 Uhr rum haben. Wir haben Ende Juni, es muss auch der 30. sein. Nichtsdestotrotz starte ich jetzt ein Experiment. Ich will nochmal Erbsen im Boden kriegen und mal gucken, wie sich das entwickelt dieses Jahr. Die werden natürlich nicht groß und fett, aber wer weiß, vielleicht werde ich ja überrascht und ihr auch. Also, ich lege einfach mal los, ab in die Erde damit. Dafür habe ich hinter mir in dem Beet den ganzen Spinat rausgeropft und dort soll das Ganze starten. Voilà, das war es auch schon. Mehr gibt es da jetzt nicht zu tun. Ich werde jetzt gleich nur noch gießen, natürlich. Klar, das hält natürlich an. Aber ja, was stand hier auf der Packung? Liege ich gerade hinter der Kamera. Keimung 8 bis 10 Tage. Naja, wünscht mir Glück. Das sollte auf jeden Fall klappen. Ob die Ernte nachher dann auch noch hinkommt, werden wir dann sehen. Ich bin gespannt aufs Ergebnis. Ihr wisst ja, ich sammle sehr gerne Erfahrungen und ich mache auch gerne Dinge anders, als sie auf der Verpackung stehen. Oder ich sag mal, wie der allgemeine Volksmund der Profi-Amateurgärtner so sagt, um einfach rauszufinden, was läuft nicht. Und wie gesagt, ist ein Experiment, warten wir mal ab. So ihr Lieben, ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Das Ganze ist ein Experiment, wie gesagt. Ich hoffe, ihr seid auch so gespannt wie ich, was da letztendlich bei rumkommt. Ansonsten nasche ich halt ein paar Erbsen. Da sprengt er mir die Aufnahme. Sorry. Alles gut. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Zurück zum Thema. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, euer Lars. Thank you.